Eins. Da oben. Oh. Ist ja wirklich sehr schwer zerreich. So, gehen wir mal nach hoch. So, und wo ist die Kiste gewesen? Der Doof sieht geil aus, muss man mal sagen. Also einrichten können sie. Das gestehe ich ihnen zu. Sind wir jetzt näher dran? Ja, sind wir. Ist sie da oben oder was? Ja. Ist sie nicht da oben? Mensch. Willst du mal sehen, dass sie die Kiste da oben auf dem Turm versteckt haben oder was? Anscheinend schon. Ja, genau, hier oben steht eine Kiste, warum auch nicht. Die ist bestimmt besonders, besonders benutzt hier oben. Ach hier, okay. 305. Zwei Berserker-Pfeile. Yay! Und eine Schnellreise zum Schiff, geht das? Man kann keine Schnellreise zum Schiff machen, oh mein Gott. Also von hier zumindest nicht. So. Was geht jetzt ab? Und zurück zum Schiff. So. Sehe ich jetzt endlich, wo die Mission ist? Das zeigt mir nicht an, wo die Mission ist. Ich fahre einfach mal los, keine Ahnung. Rotra, was sagst du denn? Was meinst du, wo die Mission ist? Da war ein Ausrufezeichen. Ja, ich weiß, das muss irgendwo laut Karte hier... Da, ach, da hinten! Ah, alles klar. Schnellreise, geht das? Zurück. Bestätigen, geht. Oh, sehr schön. Flupp, sind wir da. Wenn Sie unter Beschuss stehen, drücken Sie... Krunk! Öffnen und trimmen! Wo sind wir denn hier? Auf jeden Fall schon mal im Feindesgebiet. Nassau, zu diesem Ort reisen? Ja, machen wir. Wenn Ihre Gesundheitsanzeige niedrig ist, sollten Sie aus dem Konflikt fliehen, damit Sie sich regenerieren können. Oh, ich bin gleich... Ah, alles klar. Nassau, Bahamas, Januar 1718. Ui! Und wo soll ich bitte frische Eier in diesem Loch finden? Hier gibt es kaum mehr als Pisse und Insekten. Hi, wir arbeiten dran. Werte Lady, sagt, wie nennt man euch? Anne, wenn Sie nüchtern sind. Und später Kanaille. Doch niemals Lady. Nur, gütigste Anne, ich... Ein Eimer Scheiße, habt ihr mich gehört? Ein Eimer beschissene Scheiße! Das ist ein Trick, um uns einzuwickeln, bevor sie Nassau angreifen. Ihr werdet sehen, merkt's euch. Das ist kein Trick, Wayne. Ich habe es direkt aus dem Mund dieses Bermuda-Hauptmanns. Es gibt ein Generalpardon für alle Piraten, die sich stellen. Trick oder nicht, es ist wohl klar, dass die Briten nach Nassau zurückkehren. Und nicht ohne Waffen. Wir brauchen einen Plan. Komm mit uns, Kenway. Da braut sich was zusammen. Na dann, gehen wir mal los. Blackbeard folgt. Jetzt heißt er Blackbeard. Alles klar, jetzt heißt er Blackbeard. Was ja an seinem Bart zu erkennen ist, ne? In Ermangelung einer guten Idee tauchen wir besser ab. Keine Kaperfahrt und keine Gewalt. Tut nichts, was dem König sauer aufstoßen könnte. Das Sodbrennen des Königs. Nicht im geringsten, Ben. Wird es aber, wenn er seine Truppen schickt, um die Reste von uns von dieser Insel zu tilgen. Sieh dich um, Mann. Willst du für diese Sickergrube sterben? Ei! Es ist unsere Republik!
unsere Idee. Ein freies Land für freie Männer. Vergessen? Das mag ein schmuddeliger Anblick sein. Aber ist es nicht trotzdem wert, dafür zu kämpfen? Ich bin mir nicht sicher. Denn wenn ich mir die Früchte unserer Arbeit so ansehe, sehe ich nur Krankheit, Faulheit, Dummheit. Es gibt kein bisschen Unterschied zwischen hier und London, oder? Patch hat recht, Mann. Mit etwas Abstand betrachtet, geht es uns doch gar nicht so schlecht. Es gibt Sonne, Rum und Vergnügen, soweit das Auge reicht. Ei, Nassau mag aus der Ferne gut aussehen, doch an seinem Kern nagt Krankheit, die ich nicht ertrage. Krankheit kann geheilt werden, Ben, wenn man nur die richtige Medizin hat. Aber Tote kann man nicht wiedererwecken. Ich glaube nicht, welcher Mist da über deine Lippen kommt. Dann nimm das Pardon noch an und vergiss es alles. Frieden, alle beide. Wir können beides erreichen, wenn wir gemeinsam vorgehen. Finden wir Medizin, die uns Linderung verschafft, aber ohne die Briten auf den Plan zu rufen. Oh, pardon, das wollte ich nicht, tut mir leid. Der Fetch scheint ja gerade nichts an die Quatsch. Nee, das ist Fetch. Fetch ist Blackbeard. Der nächste Doktor sitzt gemütlich in Havanna. Kein Ort, den ich aufsuchen möchte. Die spanische Flotte, die vor zwei Jahren sank, hat Medizin an Bord. Alles versiegelt in Glasampullen. Du brauchtest eine Tauchglocke, um so tief zu tauchen. Ei, und mit etwas Geld und Vorräten kann eine Tauchglocke nicht schwer zu beschaffen sein. Diesen Plan kann ich unterstützen. Medizin finden, ohne Ärger zu beschwören. Einverstanden, Fetch. Einverstanden. Ei. Ich treffe euch bei den Wracks, sobald du bereit bist, Kenway. Jetzt kriegen wir anscheinend unsere Taucherglocke, alles klar. Daran, Fetch. Lass die Kanonen verkaufen. Pass auf, Ben. Ach, und das war Ben, alles klar. Okay, Fetch geht jetzt auch. Kaufen. Und da ist ein Gemischtwarenladen. Flup. Kaufen. Ich denke mal, ich krieg das im Gemischtwarenladen. Hallöchen, Gutstor. Na, wie geht's dir? Und zwar würde ich gerne Fracht verkaufen erstmal. Genau. Zucker. Bestätigen. Rum. Bestätigen. So. Montur und Kunstgegenstände, Fracht verkaufen. Was will ich? Was will ich eigentlich mit diesem ganzen Kunstzeug? Das kann ich mir später mal kaufen. Schwertsets, Pistolensets, Fracht, Pistolen, Monituren. Hä? My thanks. This much to my mind. Ach, okay, die Tauchglocke muss ich mir nicht hier kaufen, sondern logischerweise natürlich im Schiffsladen. Hier gibt es ja nur den ganzen Krimskrams. Dann natürlich zum Schiffsladen. Was, wow. Also wenn ich den Typen sehe... Ach nee, Quatsch, da hinten. Ich wollte gerade sagen, wenn ich den Typen sehe, da denke ich nicht an der Tauchglocke. Hallöchen! Ne, da schon mal kommentieren. Klingt sogar irgendwie verrichtig. Ausländer-Jektor, Munition, Jektor, Upgrades. Nee, Munition. Mörsergeschosse. Ach, ich brauch da Geschosse? Echt? Das wusste ich gar nicht. Ich würde aber gerne... Ach, was haben wir denn hier? Ein Lager für schwere Kugeln, Lager für Mörser, Lager für Feuerfässer, Mannschaftsquartiere, Frachtraum. Ach, man kann doch eine bestimmte Anzahl... wann das denn? Huch! Das ist... Ist das neu jetzt so? Oder habe ich... Das einfach... Das muss neu sein. Guck mal hier, weil die Taucherglocke... Schwere Kugeln kann ich jetzt auch kaufen. Stärke der Feuerfässer kann ich erhöhen. Und eine Tauchglocke. Bestätigen. Alter Schwede, ey. Warte mal, da müssen wir ganz im Rücken.
Diese Kugeln richten auf kurze Distanz Schäden an. Was habe ich sonst für Kugeln? Hä? Ich kaufe mir die mal, weil... Warum nicht? Neuer Gegenstand gekauft. Schwere Kugeln könnte ich jetzt fast sogar noch upgraden. Stärke des Feuerfasses richtet auf Aufschlag massiven Schäden an. Das ist momentan noch nicht so das Ding, was ich brauche. Ich würde eher ganz kurz mal den Frachtraum vergrößern. Wenn ich jetzt eine gewisse Fracht nur laden kann, dann, falls ich mal länger auf See sein sollte, ist das natürlich gut ein Frachtraum. Was? Was? Was für ein Beiboot? Ach, das ist, um die Wale dann zu kriegen. Deswegen haben wir den Wal nicht bekommen. Alter, das ist ja mal richtig geil. Wir kriegen hier vollkommen neues... Hier, guck mal hier, jetzt kriegen wir immer mehr. Stärke der Harpun. Bestätigen. Lager für Harpun. Wir können also auch mehr Harpunen gleichzeitig. Du darfst ruhig sprechen, Roter. Du bist... Ich würde dir vorschlagen, die Mannschaftsquartiere zu erhöhen. Ja, das ist auch eine Option. Aber momentan machen wir das Schiff ja eh. Ich habe das noch nicht in Betracht gezogen, da wir momentan das Schiff ja eh mal alleine Platt machen. Das ist ja unsere Mannschaft. Panzerung des Beiboots, aber da wir gerade Lager für Feuer... Ich würde das Lager für Mörser nochmal erhöhen wollen, weil Mörser sind richtig geil. Und dann gehe ich raus und kaufe mir noch ein paar Mörsergeschosse. Blip. Blip. Jetzt haben wir wirklich das gesamte Geld verpulvert. Und schwere Kugeln kann ich mir nicht mal eine kaufen. Krass. Schwere Kugeln. Schwere Kugeln richten verheerenden Schaden beim Gegner an, allerdings nur auf kurze Distanz. Sehen Sie mit zur Seite und drücken Sie, um zu schießen. Muss ich wahrscheinlich extra auswählen dann. Was mache ich jetzt? Hä? My fair winds five you so. Unser Schiff? Ist das unser Schiff? Ist das schon immer so gigantisch gewesen? Wäre mir zumindest neu. Du darfst da ruhig wieder runterspringen. Was meinst du, Rotra, ist das größer geworden? Nö, sieht nur von unten so aus. Du bist gerade in seichten Gewässern. Okay. Ja gut, hast recht. Na dann. Jetzt haben wir einiges mehr bekommen. Hallo, Adriel. Und man muss ganz ehrlich sagen, das in See stechen. Schnell Reisemenü öffnen. Auch wenn Nasso vielleicht momentan noch nicht ganz auf der Höhe ist, unser Schiff ist auf jeden Fall auf der Höhe. Unseren Leuten geht's richtig gut. Wo müssen wir hin? Da. Kann ich hier irgendwo hin eine Schnellreise machen? Okay. Bestätigen. Drücken Sie E, um wenn ein Gegner zuschlägt, um zu kontern. Drücken Sie dann linke Maustaste, um ihn zu töten. F, um sein Gerät einzusetzen. Krücken, um ihn... Ich weiß nicht, ich nenne das immer Krücken, keine Ahnung. Berserker kann nun hergestellt werden. Halten, mehr lesen. So. Na dann. Ja, müssen wir jetzt fahren insgesamt? Ich markiere es mir ganz kurz. Moment. Drei Tortuga sind wir momentan. Wir gehen jetzt also an den Anfangsort zurück, an dem wir begonnen haben zu zocken hier. An dem unsere Reise gestartet ist und werden die Galeonen bergen. Und soweit ich weiß, sind da ja Millionen von Galeonen, Millionen von Real an dem Tag untergegangen. Was ist denn das da hinten? Oh, ist das süß. Hat der Mörsergeschosse geladen? Achso, unsere Mörsergeschosse sind eh voll, schade. Jetzt hätte ich es mir gleich geholt. So, Moment, hier holen wir ganz kurz mal das Animus-Fragment. Bevor ich hier nie wieder auf die Insel komme. Großsegel rein, Bramsegel rein. So. Und dann haben wir hier einmal Vorräte. Ach, Vorräte sehen direkt anders aus. Ach so, okay. Haha,
Geil, bomb, Holz. So, und da haben wir noch ein Animus-Fragment. Ich finde das ja mega chillig, wenn die Palmen so... Wenn die Palme so in diese Richtung geht, dass sie das nicht rausreißt, wundert mich aber ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob das im richtigen Leben auch so ist, aber ist auf jeden Fall geil. Was wir jetzt alles haben, was ist das denn? Wann haben wir Messer? Messer werfen, alles klar, okay. Seit wann haben wir das? Ist mir neu. Also es wird ja immer krasser, ey, was es hier alles gibt, das in dem Spiel, ich weiß nicht. Das Spiel, ich denke die ganze Zeit, oh, das Spiel ist richtig geil und 30 Sekunden später tut das Spiel dann nochmal auftrumpfen. Moment, ich schau gerade mal, ob ich vielleicht ein bisschen Geld noch habe durch die Einnahmen. Das Schöne ist ja, diese Flotten, dieses Kenway-Flotte-Ding funktioniert ja auch, während ich nicht online bin. Das heißt, wenn ich dann zurückkomme irgendwann... Das ist nämlich, das dauert nämlich 7 Stunden jetzt, das heißt, okay, das dauert jetzt alles 7 Stunden.